Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Ecclesion. Ich will euch hier mal kurz den kleinen und schnellen Erfolg, bester Sprung aller Zeiten zeigen. Ihr müsst dafür auf dieses riesige Luftschiff im in den Labyrinthklippen hingehen. Und das Ding, das heißt eigentlich Zephyr Refugium, wie ihr auch eigentlich über der Chatbox lesen könnt. Und was ihr braucht den 1er Skill und den 3er Skill. Ihr solltet aufpassen, dass ihr nirgends hängen bleibt und von diesem Dach aus müsst ihr dann auf diesen riesigen dicken Mast drauf. Am besten mit dem 3er-Skill und zwischen diese zwei Balken ziehen, dann solltet ihr ungefähr hier landen. Dann geht ihr einfach ein bisschen weiter zurück und versucht direkt die Taucherbrille zu treffen. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr einfach die Taucherbrille nehmen und dann runterhüpfen. Vielleicht ein paar Pirouetten drehen oder so, ein paar Figuren machen und dann habt ihr es eigentlich. Ein recht einfacher und schneller Erfolg, wenn man denn mutig genug ist. Vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, ich sehe euch dann beim nächsten Mal in Guild Wars 2.